Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie man die Sophie-Scholl-Rede bei einer Querdenken-Demonstration in Hannover positiv benutzen kann. Was ist passiert? Eine junge Rednerin im Alter von 22 Jahren verglich sich mit Sophie Scholl. Sie protestieren gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Vertreter der sogenannten Querdenker-Szene versammeln sich am Samstag unter anderem in Bochum und Leipzig. In Hannover tritt vor dem Opernhaus in der Innenstadt am Abend eine Rednerin auf, die sich mit der im Dritten Reich von den Nazis hingerichteten Sophie Scholl vergleicht. Und ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde. Ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scholl, bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel. Was? Lass sie doch in Ruhe reden. Nee, für so einen Schwachsinn machst du keinen Ordner mehr. Was für Schwachsinn? Für so einen Schwachsinn machst du keinen Ordner mehr. Und lass sie reden. Für so einen Schwachsinn. Einsicht zeigt sie allerdings nicht. Später wiederholt sie ihren Sophie-Scholl-Vergleich. Außenminister Heiko Maas schreibt dazu auf Twitter: Wer sich heute mit Sophie Scholl oder Anne Frank vergleicht, verhöhnt den Mut, den es brauchte, Haltung gegen Nazis zu zeigen. Das verharmlose den Holocaust und zeige eine unerträgliche Geschichtsvergessenheit, so Maas. Scheinbar haben die Medien einen Riesenkuh gelandet. Ha, wie doof, die Querdenker, die Spinner. Jetzt drehen sie vollkommen durch. Sie gerieren sich als Opfer. Sie sind ja wirklich die Allerdoofsten. Aber diese Rede zu instrumentalisieren, war ein Fehler von den Altmedien, wenn es richtig ausgenutzt wird. Denn hier wird ganz eindeutig, dass die Altmedien nur dann berichten von Querdenken-Demonstrationen oder generell von Anti-Corona-Demonstrationen, wenn es irgendwie negativ ist. Es wird jetzt noch deutlicher der Kontrast, dass über die Rede von Robert Kennedy Jr. am 29.08. das mit keinem Wort davon berichtet wurde. Das heißt, die Altmedien haben sich durch diesen Vorstoß, durch diesen Versuch, Querdenken und die Demonstranten, alle Corona-Gegner lächerlich zu machen, dadurch haben sie sich entblößt, dadurch haben sie Beweismaterial geliefert, wie man sie selbst bloßstellen kann. Grundsätzlich sollte man in Zukunft bei Demonstrationen nicht die Corona-Maßnahmen in den Mittelpunkt stellen, sondern die Medienberichterstattung. Die Medien werden immer unterschätzt, aber es geht ja nicht um die Medien, sondern es geht um die Leute, wer dahinter steht. Dass es eine linksradikale Strömung ist, die sich da mit der Zeit breit gemacht hat und die gemäßigten Journalisten rausgedrängt hat. Dass das totalitär dort zugeht. Man sieht das ja, wenn man bei Google sucht, die Ergebnisse sind vollkommen gleichförmig und wichtige Informationen werden ausgeschwiegen. Das muss man bei Demonstrationen in den Mittelpunkt stellen, denn das ist das eigentliche Problem. Wenn man bei den Corona-Maßnahmen ansetzt, dann greift man zu kurz, weil es steht dann so Aussage gegen Aussage. Dann haben die Altmedien sozusagen die Chance, von der Seite reinzukrätschen. Das ist wie beim Boxkampf, wenn man jetzt woanders hin boxt und dann kann man natürlich von der Seite unsichtbar jemanden sofort K.O. schlagen. Wenn man sich aber richtig hindreht und gegen den eigentlichen Gegner boxt, was ja die Medien sind mit ihrer Berichterstattung, mit ihrer einseitigen Berichterstattung, und die es ja gar kein Problem gäbe, dann wird es für sie plötzlich schwer. Weil dann kann man sie bloßstellen, dann stehen sie da mit runtergelassenen Unterhosen. Und dann wird eben ganz deutlich, gerade mit so Beispielen, kann man dann ganz deutlich machen, wie einseitig, dass sie alles tun, um Querdenken schlecht zu machen. Dass sie dann eine 22-Jährige heranziehen müssen und sie schlecht machen müssen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut. Für die eingegangenen Spenden möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken. Ich habe in der Vergangenheit immer
darauf verzichtet, um Spenden zu bitten, weil es mir nicht gefällt, das zu tun. Aber ich muss es tun. Wie es auch andere tun und wie sie es auch zurecht tun. Denn die Arbeit, Videos zu erstellen, das ist sehr zeitaufwendig. Das ist viel zeitaufwendiger, als viele es sich vorstellen. Ihr könnt es euch ja mal selbst überlegen. Die ganzen Screenshots, die ich einfüge. Aber auch allein schon das Cover, die Titel. Ich mache alles selbst. Und man muss ja auch recherchieren, sich überlegen, was man im Video sagt. Es ist eigentlich ein Vollzeitjob. Und bis jetzt habe ich immer von der Doktorarbeit abgezweigt. Ich werde jetzt in Zukunft kürzer treten und meine Doktorarbeit beenden. Ich will das gerne weitermachen. Mein Herz schlägt dafür. Karrieretechnisch wäre es bestimmt besser, etwas anderes zu machen. Aber mich bewegt das. Und deswegen möchte ich es machen. Aber da bin ich angewiesen auf Spenden. Das heißt, jeder, der spendet, der hilft, dass es diesen Kanal in Zukunft weitergibt. Im Klagepool gegen die Strikes wegen Covid-19 sind es über 600 Euro. Wie gesagt, ich habe jetzt die Anwaltskanzlei Repkow von Dr. Christian Stahl beauftragt. Ich bin guten Mutes und bin zuversichtlich. Macht's gut.